Even the streets deserted. Each doorway stood sealed. Keiner war da. Hier ist noch was. A, S, D, F, E, H, J, L. Okay. Hä? Was denn mit der? Warum kriege ich denn diese kleine Lampe gar nicht an? Okay, das ist ein bisschen strange. Irgendwie ist das gerade buggy. Weil eigentlich... Naja. Also, ab, in, um, an, zu, nö. Und 4, 5, 8, 3, 7, 8, 4, 5, 6, 0, 2, 6, 4... Vier von fünf Fragmente. Vielleicht kriegen wir es doch noch fertig. So. Ist die Frage, das haben wir jetzt einmal. Also gehen wir jetzt dann scheinbar zum nächsten Ort. Hä? Hallo? Bitte einmal porten? Danke. Ah, jetzt sind wir wieder hier unten. Okay. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Wir sind jetzt komplett beim Anfang. Ist die Frage, haben wir hier alles gesehen oder haben wir nicht alles gesehen? Oh, was ist denn das? Ach so, okay. Also wir haben zwangsläufig nicht alles gesehen, weil uns auch wieder ein Fragment fehlt. Und der hier auch nicht. An ist. Aber wir kommen nicht mehr zurück. Jetzt ernsthaft? Oh! Oh Gott. Nein! Wie soll ich denn darauf reagieren so schnell? Noch mehr für den Papierkorb, ja. Das ist ganz süß gemacht, wenn man stirbt. Das wollen nämlich. Ah, ich wollte schon sagen. Dass man dann sagt, nee, der Gedanke war nicht so gut. Wir verwerfen ihn mal wieder und schreiben die Geschichte anders. Das finde ich sehr schön, aber. Was ist denn. Oh. Ah, okay, so komme ich wieder zurück. Dann lande ich hier oben, ne? Ja. Sehr gut. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Wir haben nicht alles gesehen. So. Hier haben wir ja dann bekommen. Wir können noch mal gucken, aber ich glaube, da gab es halt keine wirklichen Geheimnisse. Also, dass uns da die... Dass uns hier irgendwie die Truhe abhanden gekommen ist. Glaube ich jetzt nicht. Da war nämlich der Tresor... Oh, hier ist eine Eisfläche. Da kommen wir nicht weiter. Wieder die Eisfläche.
Ja, also hier dürfte eigentlich nichts sein. Wie gesagt, ich kann auch so Sachen im Off suchen, wenn euch das zu langweilig ist, weil es ja jetzt doppelt abgelaufen ist. Aber jetzt gerade habt ihr Pech. Oder ihr skippt. So. Dann geht's jetzt hier zurück. Donnerkeil und einmal den Donnerkeil. Okay, und dann laufen wir noch mal eine Runde. Irgendwo muss der ja sein. Seht mal, hier haben wir auch alle vergessen. Pi, I, Ö, Im, Ob und den letzten. So. Hier haben wir dran gedacht. Ach so, hier war das. Genau. Da ging es ja ums Rätsel. Da war keine Truhe. Ach, guck mal, hier sind wir noch gar nicht gewesen. Ui, ja. Dann gucken wir doch mal, was hier ist. Vielleicht ist es das schon. Nee, es ist noch nicht das. Aber hier können wir auch die Laternen anmachen. Ich weiß gar nicht, ob es was bringt, wenn alle leuchten, dass irgendwie die Stadt wieder zum Leben erwacht. Also ist das sozusagen eine Questaufgabe, ne? Im Idealfall macht bitte alles an. Jetzt müssen wir den wieder anschalten, okay. Was war das? Batterie, ne? Ja. So, jetzt kommen wir hier auch nochmal weiter. Hier geht's nicht mehr weiter. Hier sind die Lampen an. Also gehen wir zur nächsten Station. Es geht ja, wenn man nichts zu tun hat, sage ich jetzt mal, sondern nur Absuch, geht's ja relativ schnell. So, hier kamen wir wieder in dem Labyrinth, wo wir aber auch alles soweit gefunden haben. Jetzt muss ich wieder überlegen, wie ich es gemacht habe. Ich muss einmal nach hier oben. Nee, wie bin ich denn da hingekommen? So, glaube ich. Ja, und dann konnte ich einmal hier rum. So war das doch. So, und dann nochmal. Kam ich hier hin. Dann kam ich hier hin. Und dann kam ich so hin. Ach so, nee, und da, nee, das war ja, da ging es ja nicht weiter. Moment, also muss ich hier hin. Dann muss ich hier hin. So. Und dann kam ich da weiter. Und ja, wir haben eine neue Verbesserung verfügbar. So, jetzt nochmal genau gucken, ob hier nicht noch irgendwo eine Truhe ist. Habe ich jetzt keine gesehen. So, und jetzt sind wir in der Stadt. Jedes Fenster war dunkel. Genau.
Und ich kann diese Lampe, diese Buggy-Lampe immer noch nicht anzünden. Da waren wir auch noch nicht. Das sieht doch so aus, als könnte man da auch was machen. Wenn das natürlich jetzt an dieser einen Lampe hängt, fände ich das schade. Ach, guck mal, hier sind wir auch noch nicht gewesen. Wir sind einfach straight da hinten rumgerannt. VCXY. Lenkt mich nicht ab. Huch. Yes, wir haben eine Truhe. Ach so, Blitz. Im und ein Kraftwerk. Oh, jetzt sind die Türen auch auf. Sehr gut. So. Das heißt, wir sind viel zu früh abgehauen. Reichtümer, Hochglanz und Schenken. Oh, jetzt sind wir schneller geworden, oder was? Oh, Alarmband. Mal sehen, wo es uns jetzt hinbringt. Ah, ein Stockwerk höher, okay. Da kommen wir nicht weiter. Aber hier geht's weiter. Ach du liebe Zeit, wären wir mal rausgegangen. Haha. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da gibt's einen Ausgang. Ach Gott, du. Geh weg. Und hier hin, da, oh Gott, es gibt so viele Wege. Hier oben kann man nämlich auch noch lang und halt da hinten kommt man noch lang. Wir laufen mal hier oben hin. Generator. Achso, der hat die Tür gar nicht aufgemacht. Hat er denn die da oben aufgemacht? Auch nicht, hä? Das bringt mir jetzt was genau? Eigentlich doch gar nichts. Also die Türen ändern sich, aber die Türen, wo es weitergeht, ändern sich nicht. Weil die ändern sich wieder mit so einem Kraftwerksgedönse. Das ich nicht habe. Bin ich also zu früh? Müssen wir noch woanders hin? Nee, es gibt ja nur den einen Weg. Hallo? Hä? Ich hab das doch getippt. So, und ich komme hier nicht weiter, weil mir das Zahnrad fehlt. Hier ist aber nirgendwo ein Zahnrad. Ich gucke gerade auch die Häuser an.
Weil es bringt mir ja so in dem Moment auch nichts, die Türen dauernd zu ändern. Warte mal. Sekunde. Man kommt hier unten hin, aber ich kann den Generator nicht ändern, wenn ich hier stehe. Also ich könnte, seht ihr das ganz unten? Da kann man entlang. Oder ich muss, Moment, komme ich denn von hier hinten irgendwo? Nee, dann ist nämlich wieder die Tür zu und die Tür ist zu und ich komme nicht nach unten. Aber wie gesagt, sobald ich hier stehe, bringt es das auch nichts. Ich könnte hier halt noch stehen. Dann komme ich noch bis hier. Oh, geh weg. Och Mann. Ich habe die zwei Punkte vom Ü nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein U. Moment, so sollte es nicht laufen. Ich weiß, ich stelle mich gerade echt doof an. Ich glaube aber auch, ich mache hier mal eine Pause. Ja, doch. Ich mache eine Pause. Das Rätsel erschließt sich mir gerade noch nicht so wirklich. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Finde es schön, dass ihr immer noch dabei seid. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob wie die letzten Fragmente, ob ich die im Off suchen soll oder ob ich die mit euch zusammen suchen soll, dass ihr, wenn ihr es selber spielt und vielleicht nicht wisst, ja, vielleicht mit herausfindet, wo es ist. Ansonsten, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.